Okay, sehr schön. Die Aufnahme läuft ab jetzt. Wichtig ist immer ganz zum Schluss, sage ich immer sowas, weil vielen Dank für eure Zeit. Dann macht ihr noch ein Schlusswort und dann cutten wir da. Dauert 10 bis 15 Minuten, okay? Alles klar. Okay, auf geht's. Emotionen. Einige werden jetzt wahrscheinlich denken, oh ja, Emotionen sind total wichtig und dann kommt meistens ja aber nicht bei der Arbeit. Denn bei der Arbeit, da geht es ja um andere Dinge und Emotionen sind dadurch auch beruflich nicht förderlich. Dann heißt es, man ist zu emotional und man könnte Situationen nicht handhaben. Und ob das jetzt so richtig ist und ob das zukunftsfähig ist, genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Denn bei der Frage, denken wir noch oder fühlen wir schon, haben wir ein tolles Autorenduo gerade heute hier. Herzlich willkommen, Nadja Kahn und Christoph Theile. Hallo, Hallo schön hier Nils. zu Ja, sein. genau. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, jetzt, also wie ihr von mir kennt, ich steige mal direkt ein. Jetzt gucken wir uns mal die Geschäftswelt an. Ihr sprecht von Emotionen. Die erste Antwort, die die meisten bekommen werden, ist: Entschuldigung, wir haben hier KPIs, Key Performance Indicators, Kennziffern. Die müssen erreicht werden, die müssen dem Management reported werden. Da haben wir dann ganz viele Berichte und Reports und Emotionen sind auch wichtig irgendwo, aber wir haben Kennziffern und wir arbeiten auf Basis von Kennziffern. Das ist zukunftsfähig. Was ist da eure Sichtweise? Also bei dem Thema Emotionen müssen wir, glaube ich, mal einen ganz anderen Blick drauflegen. Emotionen sind einfach total falsch verstanden und es gibt eine Emotion, die wird immer damit verwechselt, wir sind ganz klar und wir sind ganz zielorientiert. Und wenn wir auf das Thema KPIs gucken, Key Performance Indicator, wir wollen irgendein Ergebnis erzielen, dann wissen wir ganz schnell, das wird niemals ohne Emotionen gehen. Ja, genau. Ja, wir brauchen die Emotionen, damit wir überhaupt in Bewegung kommen. Und wenn wir davon ausgehen, dass Emotionen nur im Fußballstadion gelebt werden dürfen und dass man da traurig oder johlend sein darf, dann ist das definitiv der falsche Ansatz. Wir brauchen das Verständnis für Emotionen für die berufliche Welt mehr denn je. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen würden, wir schauen in den Arbeitsalltag, wo Leute sagen, wenn ich jetzt Emotionen reinbringe, dann sagt meine Führungskraft mir auf Teamleitungsebene, ja, ist wichtig. Und dann kommt, ja, aber die nächsthöhere Ebene, das Management, die müssen wiederum dann an die Bereichsleitung berichten und die Bereichsleitung an den Vorstand. Und da unterhält man sich meistens über PDFs, in denen Excel-Tabellen reinkopiert wurden und dann heißt es wieder Kennziffern, Kennziffern, Kennziffern. Wie schaffe ich es denn jetzt zu transportieren, dass ich sage, Emotionen sind wichtig, ohne dass ich sofort die Antwort bekomme, ja, aber irgendwie doch nicht? Also nochmal das Thema Paradigmenwechsel für Emotionen. Was sind Emotionen überhaupt? Wir unterscheiden hier zwei Arten von Emotionen, mal so auf der ganz großen Metaebene. Schnelle Emotionen und langsame. Und wenn wir, nehmen wir mal wirklich aus dem Business kommt, ein Delegationsprozess. Ne, das ist so ein typisches Ding. Was weiß ich, übergebe dir eine Aufgabe und du reagierst mit eine Emotion auf diese Aufgabe. Das wird immer so sein. Du kannst dich freuen, du kannst sagen, boah, immer ich. Ständig kriege ich immer diese Aufgaben, warum nicht die anderen? Nee, ist mir alles viel zu viel, kann nicht, ich will nicht und so weiter. So, das sind alles Emotionen, mit denen wir den ganzen Tag umgehen. Das Konzept, was bei uns dahinter liegt, heißt im Grunde Emotionen erkennen, Emotionen verstehen. Und jetzt auch Emotionen anwenden. Das heißt, was kann ich jetzt tun? Was kann ich erkennen, wenn mein Gegenüber total im Widerstand ist mit einer Aufgabe? Was kann ich tun, damit wir wieder auf eine Ebene kommen, auf Augenhöhe über das Thema zu reden und den Erfolg dieser Aufgabe wieder möglich zu machen? Denn ich glaube, wenn ich dich richtig zitieren darf, du hattest mal gesagt, das war, glaube ich, auch, das habe ich sogar mal von dir gelesen, bestimmte Prozesse im Unternehmen sind ohne Emotionen gar nicht möglich, auch im Hinblick darauf, dass eben die meisten Change-Prozesse scheitern. Und Nadja hatte, glaube ich, mal gesagt, viele Menschen haben gänzlich verlernt, auf die Emotionen zu hören oder sie überhaupt aktiv zu nutzen. Und das scheint ja auch so ein bisschen das Ziel eures Buches zu sein, gerade in Zeiten von dem, was ihr so schön Polykrisen nennt, das zu ändern. Die Frage ist, wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht in der Arbeitswelt 5, 10, 15 Jahre, habe mich irgendwo daran gewöhnt, habe gelernt, dass es ohne Emotionen oder mit wenig Emotionen funktionieren soll oder muss. Wie kann ich ja dieses Unlearning, wie kann ich das ändern, wieder zu lernen, diese Emotionen zu verwenden? Wir müssen uns vorstellen, das, was wir wahrnehmen die ganze Zeit, das ist wie ein Orchester. Also all unsere Emotionen sind
wie Musikinstrumente und die spielen zusammen. Aber wir haben verlernt, die einzelnen Emotionen zu erkennen. Das heißt, das einzelne Instrument auch zu erkennen. Was wir wahrnehmen, ist laut, leise, traurig oder fröhlich. Aber wir nehmen nicht wahr, woher kommt das und wofür habe ich das? Weil am Ende folgt jede Emotion einem Bedürfnis. Wir haben diese Bedürfnisse, die nehmen wir schon mal nicht mehr wahr. Das heißt, damit müssen wir beginnen zu verstehen, warum lehne ich zum Beispiel eine Arbeit ab oder warum habe ich das Gefühl, dass mich diese Aufgabe überlastet. Ich muss an mir feststellen, dass dieses Problem gerade aufgetaucht ist. Genau. Und jetzt gucken wir wirklich in diese Frage von Management und Führung, weil es geht ja bei dir auch um nachhaltige Führung. Ja. Der Schlüssel bei diesem Konzept ist, dass wir entdeckt haben, dass Emotionen Gesetzmäßigkeiten folgen. Das verändert alles. Denn wenn ich verstehe, in dieser Situation hat ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, eine Emotion, dann kann ich anhand der Gesetze erkennen, was fehlt gerade total, was geht gerade wirklich komplett weg und warum geht dieser Veränderungsprozess gerade überhaupt nicht. Und wenn ich das durchschaut habe, kann ich aktiv reagieren und zwar über Emotionen. Und am Ende werden die KPIs, am Ende werden es zeigen, dass es besser wird. Deswegen sagen wir reden über emotionale Souveränität von Führungskräften. Im letzten Jahr kamen auch immer mehr Studien raus, die zeigen mich, okay, also Empathie und empathische Führung hat eine Wirkung auf Ergebnisse. Ja. Ne? Und wir haben in den Corona-Zeiten erlebt, Emotionen existieren auch im Business. Ne? Also was wir da an Dingen erlebt haben mit Homeschooling und von zu Hause und wie soll ich da noch führen, das ist alles rein emotional. Und wenn wir über Empathie nachdenken, dann wird diese ja leider häufig verwechselt mit Mitleid. Das heißt, man begibt sich gar nicht wirklich auf die Seite des anderen, sondern man geht hin und stellt ihm womöglich noch die Frage, wie geht's dir denn, weil der da vielleicht mit traurigem Kopf sitzt. Das hat ja nichts mit Empathie zu tun. Und Empathie wirklich zu lernen, das heißt zu mirrorn, also den anderen zu spiegeln und ihm zu zeigen, ich nehme wahr, dass du dieses oder jenes gerade fühlst. Und damit bei ihm ein inneres Ja abzuholen und ihn damit aus seiner Emotion zu befreien, das haben ganz viele Menschen einfach überhaupt noch nicht gelernt. Wir haben uns nie damit beschäftigt. Jetzt war da gerade auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also erstmal natürlich die Wichtigkeit, dann auch klar, Emotionen haben auch wissenschaftlich belegt, ganz massiven Einfluss auf Ergebnisse. Und jetzt werden natürlich einige sagen, ja, jetzt kommt dieses Wissenschaftliche, das ist ja gar nicht so meins. Dann werden einige sagen, wenn jetzt so ein Buch kommt und dann werden da Studien zitiert und dann gibt es da Fußnoten und Kopfnoten, Endnoten und Seitennoten und am Ende sitze ich da und sage, ja, das ist alles irgendwie theoretisch prima, aber so richtig habe ich es jetzt nicht verinnerlicht, weil das ist nicht so ganz meins. Da habt ihr einen spannenden Ansatz zu gefunden in eurem Buch. Könnt ihr den mal näher erklären, wie ihr das vermittelt? Ja, wir haben von vornherein gesagt, wenn wir ein Buch über Emotionen schreiben, dann musst du diese Emotionen einmal erleben. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Business-Roman zu schreiben, der wirklich auf 130 Seiten den Change-Prozess einer Frau beschreibt, die in einer Agentur lebt. Dieses Unternehmen wird dann praktisch verkauft. Es ändert sich alles. Und dort erlebt sie diesen gesamten Weg durch alle Emotionen. Und um das noch besser verständlich zu machen, geben wir den Emotionen auf zweierlei Weise eine Stimme. Also die Stimme, die wir sowieso immer in uns hören, unseren großen Zweifler und so weiter. Und das ist Ratio einerseits, der sehr klar und nüchtern daherkommt. Und es ist Emotia, die Stimme, die ganze Zeit herumzetert und entweder also einfach sehr stark ausgeprägt ist und durchaus auch hier und da sehr übertreibt. Und dadurch, dass wir das tun, erleben die Lesenden, wie was wirklich im Inneren der Person vorgeht. Und sie verstehen viel mehr, was diese Emotion auslöst. Und im zweiten Teil wird anhand des Konzepts Globe of Emotions, das ist ja unsere Entwicklung, die 12 Jahre Reifezeit hatte, wenn ich dieses Konzept kenne und gelernt habe, ganz präzise mit Emotionen umzugehen, das dann leichter geworden wäre. Und es kommen ganz viele Tipps und Tricks zu sagen, okay, das ist eine Situation, was kann ich eigentlich in dieser Situation anders machen, als ich es vielleicht schon immer gemacht habe?
Und weil die Lesenden die Geschichte, wenn sie sie gelesen haben, dann werden sie wissen, in welcher Emotion Maxi van Weller, so heißt unsere Protagonistin, und sie heißt natürlich so, weil sie die maximale emotionale Welle fährt, die werden sich an diese Situation erinnern, und wir geben dann durchaus den Rat, was hätte sie tun können, hätte sie das Konzept gekannt, und was hätte ihr Leben tatsächlich erleichtert. Sehr schön. Da ist jetzt gerade ein wichtiger Begriff gefallen, dieser Begriff Globe of Emotions. Und der fiel mir auch sofort ein, auf. Und da jetzt nochmal ganz kurz nachgefragt. Es kann ja jetzt Menschen geben, die sagen, dieser Globe of Emotions, ja, spannend. Und dann wird es aber auch Führungskräfte geben, die dieses Buch lesen und sagen, Mensch, Nadja, Christoph, ich bin jetzt 25 Jahre in einem Stahlbetrieb. Es hat sich hier alles irgendwie eingeschliffen. Wie mache ich das denn jetzt, dass ich mich ändere? Wo man ja nun sagen kann, wir sprechen hier nicht über Angewohnheiten, die ich vorgestern gelernt habe, sondern die ich eventuell über Dekaden mit mir trage. Jetzt lerne ich diesen Globe of Emotions. Wie finde ich denn den Startpunkt zu sagen, ich transferiere das Ganze in meine Abteilung, meine Business Unit, meine reale Organisation? Ich erzähle mal ein bisschen von der Seminarwelt darum herum. Ich habe seit ungefähr 10 Jahren mache ich Emotionsseminare für Führungskräfte, was wirklich was sehr Ungewöhnliches war. Ja. Ich hatte wirklich auch bis Geschäftsführerebene, wo die in so ein Seminar reinkommen und sagen, ja, ich gucke mir das mal an, mal gucken, da so Emotionen. Ne? So. Und was dann passiert ist, dass sie auf einmal erkennen, dass sie damit wirklich ganz praktisch was tun können, weil sie verstehen, Emotionen sind für Erfolg. Ohne, wenn ich Emotionen ganz bewusst erkenne und einsetze, kann ich damit erfolgreicher sein als vorher. Und der Globe of Emotions macht etwas sehr Besonderes. Wenn, du hast das vorhin sehr schön am Anfang auch gesagt, ja, emotional und so, lass uns auf KPIs gucken. Emotionen waren bis jetzt wie so eine Wolke. Keiner hat so richtig verstanden, sie zu begreifen und zu greifen. Der Globe of Emotions teilt die 7 Basisemotionen wirklich messerscharf auf und sagt, okay, du kannst wirklich eine Emotion jetzt erkennen. Du lernst, wie du sie erkennen kannst, und du lernst, was sie ist und warum sie kommt und wie du etwas damit machen kannst. Und damit hast du praktisch eine ganz klare Anleitung zum Umgang mit Emotionen. Und was wir halt parallel haben, muss auch für die Menschen einfach zu machen. Wir haben jetzt eine App entwickelt, wo du den Globe of Emotions als 3D-Modell auch wirklich sehen kannst, wo du siehst, wie sind die Gesetzmäßigkeiten, da gibt es Videos zu. Das heißt, du kannst also immer wieder auch weitergucken und sagst nicht, okay, habe ich jetzt einmal gelesen und jetzt, was nun? Und ja. Was uns tatsächlich ja auch fehlt, ist eine Emotionensprache. Und das ist auch etwas, was der Globe aufnimmt. Das heißt, für jede Emotion haben wir einmal für uns und einmal für unser Zusammensein mit anderen einen Pfad, wie ich mir diese Emotion aufrufen kann. Und das ist etwas, was ich ganz praktisch jeden Tag umsetzen kann, weil du ja auch gefragt hattest, wie kann jemand, der jahrelang den eingefahrenen Schliff halt hat, wie kann der sich ändern? Der kann diesen Pfad nehmen, die Wörter sich aufrufen und wird diese Emotion spüren, weil unsere Sprache auch unsere Emotionen spiegelt. Sehr schön. Das heißt, wenn wir jetzt in diesen emotionalen Bereich gehen, das heißt, jetzt hören ja Leute, Mensch, das ist spannend, es gibt den Roman dazu, den Business-Roman, es gibt die wissenschaftliche Seite dazu. Und ich werde eigentlich natürlich sagen, Mensch, vielleicht muss ich auch mal ein paar anderen Leuten irgendwann erklären, warum man das jetzt lesen sollte. Wenn ihr jetzt sagen würdet, so um das Interview hier abzuschließen, so die Top-3 Gründe, die Top-3 Takeaways, wie wir es oft nennen, so die Top-3 Nutzenpunkte, die wir hier haben, vorher, nachher, wenn ich euer Buch lese. Top 1 ist zu 99% emotional basiert. Wir können Konflikte leichter lösen, wenn wir verstehen, wie Emotionen funktionieren. Und deswegen ist das Top 1. Und Top 2 ist, wenn wir auf den Globe of Emotions gucken, du hast die Nord- und die Südhalbkugel. Die Nordhalbkugel heißt Emotionen mit anderen. Das heißt, du bist in der Lage, das Thema Beziehungsarbeit mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf ganz neue Füße zu stellen, weil du eine Anleitung kriegst. Genau. Und Top 3, Konflikte kosten Zeit, Energie und wirklich auch Geld. Wenn wir es schaffen, weniger Konflikte in Unternehmen zu haben, werden wir definitiv mehr Erfolg haben. Und wir werden eine höhere Balance in unserem persönlichen Leben haben.
Das sind doch hier wichtige Punkte, vor allen Dingen auch Punkte, die wir direkt umsetzen können, direkt auch den Nutzen dafür sehen für unsere Organisation, auch für unser eigenes Leben natürlich, nicht nur für die Geschäftswelt. Wir haben hier tolle Einblicke bekommen. Ich kann sagen, Nadja Kahn und Christoph Theile, der Businessroman Denken wir noch oder fühlen wir schon, ist jetzt gerade erschienen im renommierten Wirtschaftsverlag Weil, vielen bekannt, 24,99, leicht zu lesen, gespickt mit Ideen, Ratschlägen und Handlungsanweisungen für ein glücklicheres, erfolgreicheres und emotionaleres Leben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, sehr lesenswert. Hier also auch von mir klar die Leseempfehlung. Und zum Schluss bleibt mir dann nur noch eins zu sagen. Nadja, Christoph, vielen Dank für eure Zeit. Danke für das schöne Interview. Vielen Dank und mal sehen, was wir daraus machen können jetzt. Genau.